Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Libertalia. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Libertalia. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe des Spiels anhand einigen Übersichten. Dann kommt ihr hoffentlich je nachdem schnell in das Spiel rein, wisst auch, ob das Spiel was für euch ist. Und abschließend gibt es dann wie gewohnt das Fazit. Vorab noch ein paar allgemeine Informationen zu Libertalia auf den Winden von Gallicrest. Ist eine Neuauflage. Das Spiel hat 10, 12 Jahre auf dem Buckel, damals vor 11, 12 Jahren, 10 Jahren habe ich es gespielt, zum letzten Mal Piratenthema und ist jetzt in Neuauflage, neu illustriert, Material ist neues verwendet worden, werdet ihr auch gleich sehen. Und dafür ist Stonemaier Games bzw. Feuerland Spiele, deutsche Version, auch bekannt dafür. Also wirklich tolles Design. Alles überarbeitet, Piratenthema ist gleich geblieben. Automa Factory spricht dafür, es ist also ein Solo-Modus noch integriert worden. Das Spiel ist nämlich für 1 bis 6 Personen. Autor ist Paolo Mori und hier die neuen Illustrationen. Dann war damals ganz anders aus. Illustration ist jetzt von Lamaru Smith. 1 bis 6 Personen, Spielzeit 30 bis 45 Minuten, hängt von der Spieleranzahl ab. Altersangabe steht 14 drauf, das ist oftmals anderen Dingen Material geschuldet. Da hätte man auch 10 oder 12 Jahre draufschreiben können. Ist aber kein Familienspiel, ist ein gehobenes Familienspiel. Tendenz ist eher hier ein Kennerspiel. Und mit diesen Vorabinformationen würde ich sagen, fangen wir an. Wobei, eins möchte ich euch noch zeigen, das Inlay, immer gerade bei Feuerland bzw. Stonemaier Games, ist ja durchaus ein Blick wert. Hier seht ihr das Inlay. Hier ist quasi noch so ein Einsatz obendrauf, wo er den Spielplan oben einfach drauf setzt und alles schon sortiert. Und jeder nimmt sich quasi so ein Package an Material. Hier haben wir die Karten für einen Solo-Modus. Das ist eine separate Anleitung. Und hier noch weitere Plättchen, weil das Spiel ist sehr variabel. Es hat auch einen doppelseitigen Spielplan, sodass das Spiel, das Piratenspiel, etwas interaktiver ist, etwas gemeiner ist. Das Spiel ist schon ein bisschen gemein, aber hier seht ihr jetzt die Vorderseite mit den einzelnen Bereichen. Da gibt es noch Plättchen, hier könnt ihr das variieren. Oder ihr nutzt die Rückseite, hier sind dann noch ganz andere Aktionen dann hinterlegt. Bleibt euch überlassen. Am Anfang würde ich euch empfehlen, mit dieser weißen Wolke zu spielen. Es muss ja nicht gleich in der ersten Partie so gemein ablaufen. Um was geht es in diesem Spiel denn überhaupt? Jeder hat einen Satz von Charakter, 40 unterschiedliche Charakter, und die spielt man aus über eine Reise von 4, 5 und 6 Tagen. Werde ich euch gleich zeigen. Die Charakter legt man dann aus und die führen dann unterschiedliche Aktionen aus. Mit denen bekommt man dann Dublonen und nach jeder Reise trägt man die Dublonen auf so einem Rädchen dann ab. Die bleiben dann auf jeden Fall erhalten. Und nach insgesamt 3 Reisen endet das Spiel und der oder diejenige mit den meisten Geld, meisten Dublonen, beziehungsweise das, was hier abgetragen worden ist mit dem höchsten Wert, hat dann das Spiel gewonnen. So, und ihr seht schon mal den Aufbau. Das heißt, hier sehen wir die Auslage, wo nachher die Karten platziert werden. Spielt ihr zu zweit, kommt noch ein Charakter zum Zuge, der immer ausgeführt wird. Ob das funktioniert, werde ich euch am Ende im Fazit sagen. Aber ansonsten spielt ihr das mit mehr als 3 Personen, hat man hier eine Auslage an Karten. Die Tage habe ich auch schon mal vorbereitet. Das sind solche Art Bakelitsteine, die kennt man zum Beispiel von Azul. Die befinden sich hier in einem Säckchen. Da werden einfach Steine gezogen, abhängig von der Spieleranzahl. Wichtig, auch zu zweit spielt ihr jeweils mit 3 Steinen pro Tag. Das heißt, ihr platziert zufällig hier für den ersten, zweiten, dritten und vierten Tag so 3 Steine. Dann diese Marker, übrigens, was auch die Spielerfarbe angeht, die kommen immer zum Tragen. Die werden einfach zufällig platziert. Und je nachdem, wo ihr dann seid, abhängig von euren Karten, bekommt ihr dann schon ein gewisses Startkapital. Der Ruhm geht in die Richtung und die Steinchen können je nachdem ja auch versetzt werden, wenn man mehr Ruhm bekommt. Hier kann man nicht weiter, dann bekommt man aber auf jeden Fall eine Dublone oder hier verliert man eine Dublone. Und hier ist der Ablauf. Ich glaube, nach dem werde ich das euch jetzt nachher auch kurz zeigen, wie das Ganze abläuft. Hier seht ihr das Material, die Dublonen, und jeder bekommt quasi hier so ein Tableau. 0 am Anfang ist eingestellt, ein Friedhof für die Charakter, die aus dem Spiel kommen, und einen Satz von 40 Karten. Und die Karten sind aufsteigend oder durcheinander, weil eine Person von euch mischt diese Karten durch.
So, und dann werden sechs Karten genommen. Pro Runde kommen immer sechs Karten dazu. Das heißt, für die erste Reise sechs Karten und sagt dann einfach die Zahlen an. Und die Mitspieler, die nehmen sich dann ihre Karten, die sind ja aufsteigend, und suchen sie sich dann die jeweilige Karte raus. Was bedeutet, dass jeder, das habe ich hier schon vorbereitet, jeder hat quasi sechs Karten und jeder hat die gleichen sechs Karten, weil einer zieht zufällig, sagt die Zahl und die anderen Spieler suchen die jeweilige Zahl, ihren Charakter raus, sodass alle mit den gleichen Charakteren spielen. Und die Karten legt man quasi einfach vor sich ab, beziehungsweise man nimmt sie auf die Hand. So, und mit diesem Aufbau, mit diesen Aktionen kann man auch schon anfangen zum Spielen. Ich will es euch jetzt hier nochmal kurz zeigen. Das heißt, das Erste, was man macht vor jeder Reise, die erste Reise geht über 4 Tage. Man füllt quasi die Beutemarke auf. Eine pro Person ist auch hier gut hinterlegt, beziehungsweise 3 bei 2 Personen. Das heißt, wenn hier alle abgegriffen werden, erste Runde, zweite, dritte, vierte, dann findet die zweite Reise statt, dann wird hier wieder aufgefüllt, der fünfte Tag wird hinzugenommen, ihr spielt die 5 Tage, dann ist alles wieder weg und dann spielt ihr die 6 Tage, das heißt, ihr füllt dann wieder auf, das ist ja auch gut angegeben. Dann die 6 Charakterkarten, das habe ich euch gerade gesagt, und die Duplon basierend auf der Ruhmhöhe, die hat man hier. Da muss man auf jeden Fall dran schauen, und zwar vor jeder Reise, das ist ganz wichtig. Sonst vergisst man das gerne, gerade den Punkt 3 mit den Dublonen. Und am Ende der Reise, da komme ich gleich dazu, da bekommt man dann Ankerfähigkeiten abhängig von den Karten, die man dann ausspielt. Aber was mache ich denn überhaupt? Jeder nimmt nämlich seine Karten auf die Hand und sucht sich eine aus, legt die vor sich ab. Der andere macht das auch. Ich nehme jetzt einfach eine zufällige, sodass jeder quasi eine Karte verdeckt vor sich liegen hat. Die Karten werden dann gemeinsam aufgedeckt und dann werden sie nach einer Reihenfolge abgelegt. Das sieht man hier. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen, was die Karten dann hier hinterlegt haben. So, und das ist jetzt hier der aufsteigende Bereich. Abhängig vom Gleichstand geht es nach Ruhm. Das heißt, hier ist die Ruhmleiste. Dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr die Karten platziert. Wird auch anhand von einem Beispiel gut angegeben. Da kommt man immer durcheinander, wie das gelegt werden muss. Also bei Gleichstand schaut ihr nach der Ruhmleiste und die geht quasi in diese Richtung. So, jetzt haben wir die Karten ausgelegt und jeder hat ja auch seine Farbe. Man sieht es ja auch hier. Und jeder hat die Aktion, die er hinterlegt ist. Aber bevor man beginnt, der Tag beginnt ja mit der Sonne. Das heißt, in diese Richtung, das wird auch hier so mit dem Pfeil angegeben, werden die Aktionen ausgeführt. Das heißt, erst wird diese Aktion ausgeführt und dann wird diese Aktion ausgeführt. Das heißt, man geht quasi hier in dieser Reihenfolge. Hat man diese ausgeführt, dann geht man in diese Richtung, weil es beginnt die Nachtseite. Und je nachdem hat man ja eine Karte auch gespielt, wo eine Nachtseite hinterlegt ist. Muss ich mal schauen. Hier beispielsweise, ich zeige es einfach mal in die Kamera. Solche Karten können auch ausliegen. Hier ist jetzt nur eine Nachtseite. Hier wird also keine Sonnenaktion ausgeführt, sondern als zweiter Schritt die Nachtseite. Und das steht jetzt hier direkt an der Übersicht nicht. Und da benötigt ihr quasi nur diesen kleinen Abschnitt. Und den solltet ihr an der ersten Partie vor euch liegen haben. Da macht ihr auch nichts falsch, weil da waren wir am Anfang auch ein bisschen verwirrt, was man da machen muss. Weil das erste ist, beginnend ganz rechts, habe ich ja gesagt. Das heißt, halte einen Beutemarker, falls vom aktuellen Tag, sofern dein Charakter nichts anderes vorgibt. Vielleicht ist er nämlich schon weg, der Charakter. Das kann nämlich auch passiert sein, dass er eliminiert wurde. Dann kommt ihr quasi hier auf das Tableau auf den Friedhof, dann kommt ihr raus. Aber im Normalfall geht ihr in die Richtung und jeder nimmt sich quasi einen Beutemarker. Gut, jetzt wäre natürlich hier noch eine dritte Karte gelegen, vielleicht ist es entfernt worden, abhängig von der Spieleranzahl, also jetzt nur als Beispiel. Nehmt also jetzt hier einen Beutemarker. Und der Beutemarker, der löst vielleicht gleich ein Ereignis aus in der Nacht. Da müsst ihr drauf schauen, zum Beispiel beim Fass erhalte ich eine Duplone. Ihr stellt das Zahnrädchen nicht ein, ihr bekommt die Duplonen erst am Ende der Reise, nehmt ihr eure Duplonen und tragt sie hier den Wert ein und dann kommen die Duplonen raus. Das ist quasi der Beutemarker. So, wenn dein Charakter und oder der neu gewonnene Beutemarker, habe ich gerade gesagt, was Beutemarker angeht, Dämmerungsfähigkeiten aufweisen, aktiviere diese Fähigkeiten. Das heißt, wenn man jetzt hier entlang geht, würde hier derjenige einen Marker bekommen und derjenige würde auch einen Marker nicht bekommen. Die legt man dann vor sich ab. Hier ist aber keine Fähigkeit, was Dämmerung angeht. Das heißt, nur sofern das der Stein dann angibt, wird die Aktion ausgeführt. Das ist quasi jetzt hier nur bei dem Fass hier der Fall oder hier bei dem Säbel. Ja, und dann, wenn sich dein Charakter noch auf der Insel befindet, der Spielplan, die Insel im vorderen Bereich, lege ihn offen in dein Schiff.
auf den Tisch vor dir. Das heißt, ich nehme die Karte und lege sie vor mir ab und sammle diese Karten dann vor mir. Das ist auch schon der erste Tag. Das ist quasi hier, was hier passiert. Die Marker sind ja dann weg und dann geht man zum zweiten Tag über. Jeder sucht sich also wieder aus seinen Karten eine heraus und ja, dann nimmt man das. Man schaut natürlich, was bringt mir was? Was machen die Mitspieler? Lohnt sich's ganz links oder ganz rechts zu gehen? Will ich meine Aktion ausführen, was Sonne, Nacht betrifft? Weil ich habe nämlich noch was vergessen. Weil letztendlich sind wir jetzt hier am Ende einer Reise angelangt. Ihr habt also die Karte vor euch liegen und ein wichtiger Hinweis will ich euch noch geben, weil das direkt aus der Übersicht, aus des Tableaus gar nicht direkt hervorgeht. Ihr habt es vor euch liegen und dann wird noch die Nachtphase ausgeführt. Das heißt, auch da, der Text, der hier hinterlegt wird, wird ausgeführt. Und je nachdem habt ihr die Karte über mehrere Tage hier liegen, vielleicht über mehrere Reisen, wenn ihr sie übernehmen dürft. Und da müsst ihr immer dran denken, dass ihr am Ende des Tages noch die Nachtphase ausführt. Und so geht ihr quasi immer weiter. Das heißt, die Marker verschwinden und in der ersten Reise geht ja die Reise bis zu Tag 4 und dann ist quasi die Reise zu Ende. Ja, dann ist aber die Runde zu Ende. Es geht aber noch weiter. Ihr könnt die Übersicht nehmen oder schaut hier wieder auf dem Spielplan, weil jetzt wird die Ankerfähigkeiten wird aktiviert und die Beute wird aktiviert. Das heißt, das Ankersymbol spielt am Ende der Reise eine Rolle. Ihr spielt praktisch 3 Runden, 3 Reisen absolviert ihr und dann wird die Ankerfähigkeit absolviert. Wertungsscheibe aktualisieren, Duplonen abwerfen. Klar, ihr habt Duplonen für euch gesammelt. Die könnt ihr je nachdem verlieren. Deswegen am Ende der Reise tragt ihr die Summe eurer Duplonen hier ein, addiert es quasi, wenn ihr schon in der zweiten oder dritten Reise dann seid. Und dann Beutemarker und Charaktere in Schiffen ablegen. Ja, ihr verliert eure Charaktere wieder, die in eurem Schiff sind. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Aktionen genutzt, wo ihr eure Charaktere übernimmt oder zumindest den einen oder anderen für die nächste Reise, für die zweite Runde bzw. dritte Runde. Ja, und wenn der neue Reise beginnt, dann geht ihr wieder hier, beziehungsweise vor an der Anleitung, ihr bekommt wieder neue Karten, wie das am Spielaufbau ist. Ihr nehmt wieder das Säckchen und füllt quasi hier wieder alles auf. Die Steine, wie hier liegen, die kommen übrigens auch wieder gleich in das Säckchen rein. So habt ihr es auf jeden Fall verstanden. Kommen nicht zur Seite, sondern kommen immer in das Säckchen. Das heißt, wenn ihr die zweite Reise beginnt, dann zieht ihr wieder, abhängig von der Spieleranzahl, zieht ihr wieder und füllt das auf bis Tag 5, weil da endet die Reise 2 und für die dritte Reise wird hier alles wieder aufgefüllt. Ja, und das war quasi das ganze Spiel. Am Schluss wird geschaut letztendlich, gibt es noch irgendwelche Extrapunkte, sonstiges, hat noch jemand was auf seinem Tableau und dann vergleicht man die Tableaus und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Libertalia. Eine Neuauflage von 2010 oder 2012. Damals habe ich es gespielt, war auch schon das Piraten-Setting. Die Illustrationen haben mir damals einfach besser gefallen. Das ist Geschmackssache, aber das Spiel ist jetzt weiterentwickelt worden, ist für den einen oder anderen wichtiger und vielleicht findet der eine oder andere auch die Illustration viel besser als damals. Geschmäcker sind verschieden, aber wichtig ist den Mechanismus, den hat man nochmal angepasst, auch die Charaktere, man hat einiges ergänzt. So ist es wirklich ein tolles, rundes Spielerlebnis, was man jetzt hier vorfindet. Es ist im Piraten-Setting, das kommt durchaus zur Geltung, passen natürlich, weil es ist ein bisschen gemein. Das muss man wissen. Das heißt, es sind schon Charaktere vorhanden, um andere zu ärgern, andere quasi über Bord zu schmeißen, beziehungsweise die kommen erst gar nicht an Bord, die kommen gleich dann raus. Das ist gemein und das ist auch unterschiedlich, abhängig von der Spieleranzahl, wirklich sehr unterschiedlich. Auch abhängig vom Setting, das heißt, spielt ihr hier mit diesem mit der lieben Spielplanseite, dann ist es nicht so interaktiv, wie ihr es jetzt beispielsweise mit der Rückseite oder mit anderen Anordnungen von Karten spielt. Das muss man wissen. Gleichzeitig, es sind so viele Elemente in dem Spiel, habt ihr ja nicht alle Karten im Spiel, die ihr verwendet. Und je nach Kombination, die ihr dann am Anfang zieht, wenn ihr 6 Karten hat, kann das Ganze recht harmlos verlaufen, recht ruhig, die See, oder abhängig von den Karten, von den Charakteren, schon ein bisschen heftiger, interaktiver zur Sache gehen. Was das Problem ist allerdings, und das hatten wir insbesondere bei 1-2 Partien, je nachdem, was für 6 Charakter man zieht, ist das Spiel oder das Spielerlebnis über die Reisen recht flau. Das ist jetzt alles, was jetzt hier passiert. Das macht ja groß gar nichts. Die Charaktere sind nichtssagend, beziehungsweise die kann man jetzt gar nicht gebrauchen zum aktuellen Moment der Reise, vielleicht zu Beginn der Reise. Das kann euch passieren. Und so kann man auch Schwankungen haben, was den Spielspaß angeht, weil so kann eine Partie wirklich vor sich hin dümpeln, wenn ihr einfach ja unglücklicherweise Karten zieht, die dann irgendwie zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu gebrauchen sind.
Und da haben wir wirklich sehr unterschiedliche Spielpartien erlebt, wo wirklich eine Partie dann war, wo ich sage, boah, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt einfach blöd, wie die Karten gekommen sind. Das kann euch passieren. Es kann aber auch ganz anders aussehen. Deswegen sollte man das Spiel auf jeden Fall einige Partien spielen und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden von diesem Spiel. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Was eure Erfahrung ist, ihr dürft es gerne in den Kommentaren ergänzen. Ansonsten bleibt erstmal auf dieser einen Seite und was den Ablauf angeht, ich muss sagen, so kurz die Anleitung ist, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, reinzukommen in die Abläufe. Ich hoffe, ich habe jetzt euch alles klar und deutlich gesagt, keine Fehler gemacht. Bin es schon fast in Details eingestiegen, aber ansonsten schaut euch die Charaktere auch nicht im Vorfeld an. Ihr zieht die einfach und lest sie euch durch und ist irgendwas unklar, dann bespricht ihr es. Es gibt noch eine kleine Übersicht, eine Seite, was gewisse Begrifflichkeiten angeht, aber ansonsten ist es soweit klar. Wir hatten jetzt mit keinem Charakter irgendein Problem, außer dass man nicht wussten, wie man vielleicht einsetzen sollte. Gerade in der ersten Partie fällt es dann einem dann doch ein bisschen schwer. Ja, Spieleranzahl, nochmal ein wichtiger Punkt. Da kam ja auch schon die Frage, ich habe bei Instagram einiges gepostet, da kam auch die Frage, Mensch, Jörg, funktioniert es zu zweit? Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es zu zweit funktioniert. Ich bin ehrlich, solo habe ich es nicht gespielt. Wer da Erfahrung hat, gerne in die Kommentare hinterlegen. Da spielt ihr quasi wie so ein gegen eine neutrale Person, ein Spieler, wo ihr dann ein gewisses Ranking dann habt. Und am Anfang haben wir es eher zu dritt und zu viert oft gespielt. Und dann irgendwann natürlich mit mehr, beziehungsweise auch endlich mal zu zweit, weil ich hätte nicht gedacht, dass es mit dem Tableau funktioniert, wo er hingelegt wird. Aber es funktioniert gut. Ich war echt überrascht, wie gut es funktioniert. Und ich würde jetzt auch nicht Nein sagen zu einer Partie zu zweit. Zu einer Partie zu viert würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. 5 zu 6, da geht es schon in eine Richtung, wo ich sage, das ist dann doch sehr viel Glück dabei, was jetzt hier passiert mit den Karten, wie die Anordnung ist, auch was man auf der Hand hat. Also meiner Sicht maximal zu viert. Vielleicht nur zu 5, maximal zu viert. Zu 6, nee, zu 6 habe ich es nicht gespielt, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Aber zu 5 war es schon grenzwertig. Also aus meiner Sicht 2, 3 oder 4 Personen, da passt sehr gut. Altersangabe ist 14, ich weiß nicht, steht bei vielen Spielen drauf. Bei Kickstarter steht immer 14 drauf. Oftmals Material und anderen Themen dann geschuldet. Es ist ein Spiel ab 10 Jahre, wenn ihr geübt seid, Tendenz eher ab 12 Jahre. Es ist auch kein Familienspiel, es ist ein gehobenes Familienspiel. Hier geht es ganz klar Richtung Kennerspiel, aber alles ist übersichtlich gemacht. Aber ihr braucht einige Partien und ihr solltet auf jeden Fall einige Partien spielen, bevor ihr eure eigene Meinung bildet, weil da passiert wirklich sehr viel, abhängig natürlich von den Karten. Ja, Spielzeit 30 Minuten, zu zweit spielen wir es in 30 Minuten, mit mehr Personen Tendenz 40, 45 Minuten, länger spielt ihr es nicht. Es lässt sich alles gut zurücksetzen, das heißt, eine Person hat sowieso immer den gemischten Stapel vor sich, die anderen können dann das alles wieder sortieren von 1 bis 40 und die Variabilität und der Wiederspielreiz ist auf jeden Fall gegeben, weil erst einmal müsst ihr mal alle Karten kennen, da spielt ihr viele Partien, bis ihr alles kennt und habt ihr noch die unterschiedlichen Kombinationen, dann habt ihr noch die Tableaus, die ihr hier unterschiedlich anordnen könnt. Und dann habt ihr noch die Rückseite. Was will man mehr? Also hier hat man wirklich einiges an Fleiß reingetan, was das Spiel angeht. Eine tolle Überarbeitung von Stonemaier bzw. Feuerland Spiele. Aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Ich habe schon einige Partien wirklich gespielt. Regelmäßig spielen wir es momentan. Aber ich kann mich jetzt noch nicht so verleiten zu dem sehr guten Spiel, weil es einfach immer wieder Partien gibt und Runden gibt, die etwas dürftig sind. Aber aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Eure Meinung bin ich auf jeden Fall gespannt, was er sagt. Wenn ihr es euch holen wollt, je nachdem beim Händler vor Ort oder schaut über die unten genannten Links. Es müssen auch keine Spiele sein. Wenn ihr die Links nutzt, da unterstützt ihr uns automatisch und zahlt nicht mehr. Das zu den wichtigen Infos, der auch sehr ausführlich, ich wollte es eigentlich kürzer gestalten. Ich hoffe, es war soweit für euch verständlich. Ich wünsche euch bei eurer Partie, je nachdem, viel Spaß und ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.